Hey, you sexy puppets! Welcome back to Crownie's YouTube channel. Enjoy the upcoming Counter-Strike video and make sure to hit that like button. Yo, wunderschönen guten Tag, meine schönen Spritzer. Crownie's hier am Start und wir sind hier auf Heykay zusammen mit dem Onze. Hallo. Promo-Code ist Crownie, falls ihr hineingehen wollt, aber auch erst, wenn ihr 18 seid und nur mit Kohle die übrig habt. Das Ganze hier ist ein gesponsertes Video. Ihr seht auch hier oben $900. Nein, das kriegen wir natürlich nicht für ein Video. Ich habe hier auch so einen Massendeal mit Heykay am Start. Ziemlich cool, kann ich relativ viele Videos machen, macht einen Haufen Bock. Und es gibt natürlich den einen oder anderen Extra-Dollar für mich in die Tasche. Und dieser Extra-Dollar soll sich natürlich nicht nur für mich lohnen, sondern auch für euch. Das heißt, hier bei den Videos machen wir auch $20 Giveaway bei jedem Heykay Video diesen Monat, also bis zum 21.09. Und dann schauen wir mal weiter. Wird es auf jeden Fall $20 pro Video zu gewinnen geben. Da freut sich jeder drüber. Ist natürlich auch gut für mich. Dann gibt es vielleicht noch ein paar mehr Klicks, paar mehr Kommentare, paar mehr Likes und so. Das ist natürlich dann auch ein bisschen ausgetüftelt. Und ja, da wünsche ich jedem von euch viel Glück. Glücksfee, Onze wird das Ganze immer auslosen nach jedem Video. Ja. Genau. Wir haben hier $900 drauf. Wir werden $300 pro Video benutzen. Boah, Versus hätte ich auch Bock, aber hier ist gar nichts Geiles offen. Dadurch, dass wir jetzt so viele Deals haben und so einen großen Deal haben, kann ich hier auch mal ein bisschen riskantere Sachen machen als sonst, weil irgendwann gewinnt man den ja auch. So Mixer finde ich auch cool, aber ich will ein geiles Versus machen. Komm, ich mache einfach mal eins auf. Das wird hier auf Heykay auch super geil angezeigt. Bin ich mal gespannt, wie lange du dann warten musst, wenn du jetzt ein bisschen was Größeres aufmachst. Ja, bin ich auch gespannt. Aber zumal Heykay ist ja eine der größten Seiten, die es gibt. Der bekanntesten, der krassesten, wie auch immer man es nennt. So, intelligent, zack, packen wir auch einfach mal rein. Packen wir auch einfach mal rein. So, $23 Battle machen wir auf. Drei Spieler. Wird aufgezimmert. Und dann würde ich sagen, wir machen noch ein Battle auf. Ist auch ganz ungewohnt, dass hier so wenig geht gerade. Ich meine, wir haben es 3 Uhr nachts. Ich weiß nicht, ob Heykay eher so eine deutsche, russische Seite ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es um 8 Uhr abends am meisten geht. Sagen wir mal so eine... Oh ja, doch, das machen wir, glaube ich. Direkt beim ersten Mal richtig rein. Ja, aber nicht. Oh shit, Alter, gibt's hier. Warum gibt's hier keine Knife-Kiste für $60? Sollen wir eine machen? Gewinner kriegt beide Knives. Ah, so. Panda Knives, das wird immer teurer. Ja, komm, kommt, um den Deal zu feiern, oder? Um den Deal zu feiern. Oh, das ist halt schon saftig, ey. Muss aber auch erstmal gepickt werden. Ich werde abkotzen. Ich werde absolut abkotzen. Da ist auch noch keiner drin. Hier haben wir einen $2-Battle. Ja, super. Lego-Counters. Komm, gehen wir rein für Nonze. Der mag Lego. Er ist nicht mal wer drin. Du bist jetzt reingegangen und da ist nichts. Null. Zurück. Raus. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Cases auf. Und ich würde sagen, ich mache jetzt eine Case auf und dann der Nonze. Komm, hier neu. Oh. Ja. Jo. Alles klar. Ich dachte, irgendwie kostet $14. Ich habe richtig, ja. Hab richtig geschielt. Stell dir vor, ich hätte komplett falsch anvisiert. Ja, denk mal, ich hätte da jetzt einfach nur drauf gezimmert. Oh, aber bei den letzten Heykay-Videos haben wir auch immer die $200-Case aufgemacht und wurden nie enttäuscht, ne? Wir wurden nie enttäuscht und haben immer was Krasses gezogen. Einmal sogar die Clock Fade, ne? Wir haben in dem einen Video haben wir 1000 Euro gemacht, war ultra krank. Okay, komm, Onze, du darfst mal ein bisschen. Lass mal ein paar Cases erforschen. Echt schade mit den Battles, muss ich sagen. Da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Ah, vielleicht kommt es ja noch. Hier ist so ein Diamond Case. Die haben wir immer aufgemacht und hatten immer Glück. Hier haben wir die 80 Millionen, ist das, oder? 80 Millionen. Vielleicht gibt es 80 Millionen Kisten oder so. Die tun das hier celebraten. Oh! Ja, das war gut. Würde ich sagen, probieren wir nochmal. Ja, ich glaube, die machen das aber auch immer absichtlich, dass eins links oder eins rechts immer ein Messer ist, ne? Ja, klar. Was kostet denn die Kiste? Ich glaube 7, oder? Ja, okay, das ist eigentlich gar nicht schlecht. 57, eine geht noch, oder? Hauptsache plus. Die sind hier auch komisch angeordnet, so von dem günstigsten zuerst zu dem teuren. Oh, aber $9. Aber trotzdem, ja. FN. Ist Profit, Alter. Ist Profit. Würde ich mal, aber komm, zwei machen noch. 80 Millionen Kiste, Alter. Zwei machen wir noch auf. Aber die Griffin war gerade FN, ne? Ja, war jetzt gerade auch schon wieder FN. Mann, ich will hier geile Battles haben. Aber hier gibt es irgendwie keine coolen Battle, also keiner Joint. Schade, ey. Also wenn wir die Coverage zweimal machen, kommt dann jemand rein? Komm, öffnen wir mal. Wie viele Kisten kriegt man da? Ist das sicher? Ja, immer die, wo dran stehen. Ah, gut, aber gut, schon mal knapp raus. Bisschen mehr. Ja, aber ich glaube, man kann hier auch irgendwie irgendwas Cooles kriegen, oder nicht? Uff. Gibt es hier nicht irgend so ein Special-Ding, was man hier kriegen kann?
Keine Ahnung. Oder es ist immer random, was für Kisten du kriegst. Ich verstehe das nicht ganz mit dem Mixer. Guck mal, jetzt die ABP-Case zum Beispiel ist jetzt nicht dabei. Oder kriegen wir die danach auch noch? Dann ist es ja einfach... Nicht, oder ist es halt random, ob man die kriegt? Nee, man kriegt die immer. Okay, also macht eigentlich nicht so viel Sinn. Boah, das sind aber auch leckere. Bist du im Plus? Ich bin im Plus, ne? $1. $1 im Plus, machen wir nochmal. Wie viele Kisten waren es eben? 5. Was, jetzt waren es 5. Der Kistenschlag ist started, Alter. Das 14, das... Oh, Mann. Scheiße, Digga. Nein, warum buggt's jetzt? Es buggt, Digga. Ich hab's bei mir offen. Warum buggt's, Alter? Warum buggt's? Oh, du bist $2 vorne. Nein, nicht Spoiler, Digga. Ich hab's offen. Nicht Spoiler. Ja. Ich sag nicht. Oh, bin $2 vorne. Wer hätt's gedacht? lecker. Schmeckt. Nochmal aufmachen, Alter, oder? Selbe Schlag nochmal aufmachen. Cool, hat's, guck mal, das hat hier pausiert. Angehalten? Ja, das hat hier pausiert. Ich direkt wieder gestartet, $14. Oh. Komm. Go Tobi. Warum ist das hier auf Polnisch jetzt auf einmal? Ich hab da rechts unten drauf gedrückt, das ist die Seite auf Polnisch. Ne? $8. Wir sind wieder vorne. Sehr gut. Sind wieder vorne. Lecker, Alter. Du hast hier oben auf Polnisch. auf Ey, man kann auch Deutsch machen, lustig. Ah, wir werden hier aber keine 4 Spieler hinkriegen, das ist das Problem. Was, gehen wir nochmal auf den Mixer? Hat das jetzt echt pausiert, das andere? Nee. Hat nicht pausiert, aber was für Skins haben wir da rausgekriegt? Ah, doch? Ach, warten. Ja, Alter, das ist richtig geil. Das ist aber richtig gut, ja. Das ist echt richtig gut. Ach man, hier irgendwas krasses mal aus der AK-Case. AK-Case fühle ich nämlich auch, muss ich sagen. Ja, die fühle ich wahrscheinlich. Diesmal sieht es nicht gut aus mit dem Bluff. Obwohl... Knapp im Plus, glaube ich. Minus knapp, oder? Nee, 18. Ganz knapp. Ich bin echt gerade ein bisschen traurig, dass hier so wenig geht bei dem Ding. Da werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal gucken, dass wir das nicht nachts um 3 aufnehmen. Da machen wir immer 3 Stück auf einmal. Wir haben hier immer noch $200 zum Zocken. Aber das kann flott gehen, wa? Also wenn dann, sag ich mal, das Messerding genommen wird. Ja, wenn. Jetzt um die Uhrzeit glaube ich es irgendwie nicht. Gerade ein zweiter, $17. Aber ein paar Cent Profit. Verdoppelt dein Ding und erstelle ein Battle. Och man, ganz übel. Auch krass, dass die Afari Mesh jetzt. Ah doch, wir sind sogar plus. Dass die Afari Mesh so viel kostet, ey. Damals waren die 4 Cent oder so. Oder 10. Oh! Wo ist der Track? Anschade, ja. Nee. Ja, weiß ich nicht, wenn jetzt hier nichts krasses rumkommt. $150 haben wir noch. Ansonsten verkaufen wir das und tun wieder die Highlight Case raus. Machen die uns noch nicht enttäuscht hat. Noch nie enttäuscht hat, ey. Hier also rausgehen. Ja, genau, erstmal rausgehen. So. 199, also wir sind im Profit. So. 800, jetzt haben wir genau die $200. Lassen wir es in dem Fall nochmal krachen. Ich hab eigentlich, Alter, ich fühle die Kiste einfach. Komm, du darfst draufdrücken. Oh nein, du, ja, doch, komm. Erstmal gucken wir, was hier drin ist. On to that. Weißt du, was ich bis jetzt schon gezogen hab? Die Glock Fade habe ich bis jetzt schon gezogen. Ja. Was habe ich denn noch gezogen? Hier das Karambit Lore. Ja, sogar zweimal, oder? Das Lore? Ja, zweimal das Lore. M9 Slaughter. Alles Profit, ich hab bis jetzt noch kein Minus hier gemacht. Okay, bist du bereit? Nee. Nicht? Doch. Okay, dann gehe ich zurück. Ah, war ein Prank. Hey, ich habe aufgedrückt, es ist nichts passiert. Oh mein Gott. Wolltest du den coolen Nacken rüber? Komm bitte. Oh, komm. Bitte jetzt. Wieder was Krasses, Alter. So wie immer. Wie immer. Nein! That's the track. Oh! Ja, nee, ja, okay. Plus, auf der Seite. Digga. Plus, aber. Ist Plus, aber in Wirklichkeit wahrscheinlich Minus. Ja, gut, aber ey, ist es immer ein Plus aus der Kiste, ne? Ah, was es hier auch noch gibt, Mates, ist dieses ganz klassische alte Trade-Up. Und da würde ich sagen, hauen wir direkt mal eins raus. Oh ja, und die ganzen. Die Sounds sind wie sind so wie bei. Oh! Shanewell, okay. Das sind so irgendwie gefühlte Lara Crofts. Da unten kannst du jetzt nicht hören. Oh, Candy Apple. Oh, eine schöne Candy Apple. Das ist jetzt mal mit Profit, oder? $26 ging's los.
Der war 28 Zoll. Oh, das war unter krass. Okay, was muss man machen, um beim Giveaway teilzunehmen? Einfach nur den Link unten reinprügeln. Und auch mal liken. Gönnt doch mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und bis bald. Haut rein.